Ja, hallo zusammen. Als nächstes müssen wir uns konvexe und konkave Funktionen mehrerer Variablen ansehen. Und da habe ich jetzt hier schon mal einen Graph von einer konvexen Funktion gezeichnet. Und dann ist das jetzt so wie bei Funktionen mit einer Variable. Wenn ich jetzt zwei Punkte auf dem Graphen der Funktion verbinde, also zum Beispiel diesen Punkt hier mit diesem Punkt verbinde, dann liegt die Verbindungslinie komplett oberhalb der zugehörigen Funktionswerte. Das wären ja dann vielleicht diese Funktionswerte hier. Und das gilt jetzt immer, egal welche beiden Punkte vom Graphen der Funktion ich miteinander verbinde. Und bei konkaven Funktionen ist es dann genau umgekehrt. Dann haben wir nicht so ein Tal, sondern einen Berg. Und wenn wir dann zwei Punkte verbinden, ist das nicht eine Brücke über das Tal, sondern ein Tunnel durch den Berg. Und dann liegt die Verbindungslinie komplett unterhalb der Oberfläche, also unterhalb des Graphens der Funktion. Und dann gilt diese Ungleichung, die wir damals aufgeschrieben haben bei der Definition für Funktionen einer Variable entsprechend für Funktionen mit mehreren Variablen. Jetzt ist die Frage, wie finden wir denn heraus, dass eine Funktion konvex bzw. konkav ist bei einer Funktion mit mehreren Variablen? Und dann brauchen wir jetzt auch wieder, dass wir die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung ausrechnen können und dass die wieder stetig sind, dass wir dann diese Deltas ausrechnen können. Und ja, diese ganzen Voraussetzungen schreibe ich jetzt nicht mehr hier hin, sondern schreibe nur kurz auf, was ist denn für den Fall, wenn wir zwei Variablen haben, dass Delta 1 an der Stelle x muss größer 0 sein und dass Delta 2 an der Stelle x muss auch größer 0 sein. Und was jetzt anders ist als bei der hinreichenden Bedingung ist, dass das jetzt für alle Punkte x des Definitionsbereichs gelten muss. Und dann wissen wir, f ist konvex. Und wenn wir eine Funktion mit drei Variablen haben, dann brauchen wir zusätzlich, dass das Delta 3 an der Stelle x immer größer als 0 ist. Ja, also wenn das Delta 1, das Delta 2 immer größer 0 ist, dann haben wir bei einer Funktion mit zwei Variablen, dass sie konvex ist. Und wenn das Delta 1 und das Delta 2 und das Delta 3 immer größer 0 ist, dann haben wir bei einer Funktion mit drei Variablen, dass sie konvex ist. Und entsprechend, wenn das Delta 1 immer kleiner 0 ist und das Delta 2 immer größer 0 ist für alle Punkte x aus dem Definitionsbereich, dann wissen wir, f ist konkav. Und bei einer Funktion mit drei Variablen müssen wir dann zusätzlich auch noch das Delta 3 angucken. Wenn das Delta 3 immer kleiner 0 ist, dann haben wir, dass die Funktion konkav ist. Also Delta 1, Delta 2, Delta 3 immer größer 0 bei einer Funktion mit drei Variablen, dann ist sie konvex. Delta 1 kleiner, Delta 2 größer und Delta 3 kleiner 0 immer im gesamten Definitionsbereich, dann wissen wir, dass die Funktion konkav ist. Und wenn wir nur zwei Variablen haben, dann brauchen wir nur Delta 1 und Delta 2 uns hier jeweils ansehen. Ja, sehen wir uns dafür mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal die Funktion f von xy gleich x hoch 4 plus x Quadrat plus y Quadrat. Wenn wir die nach x ableiten, dann kommt ja 4x hoch 3 plus 2x raus. Und wenn wir die nach y ableiten, dann kommt ja 2y raus. Und wenn wir dann die Hesse-Matrix ausrechnen, dann haben wir ja links oben die partielle Ableitung 2 mal nach x, das ist 12x Quadrat plus 2. Dann die partielle Ableitung nach x im nächsten Schritt nach y abgeleitet ist 0. Dann die partielle Ableitung nach y, das 2y nach x abgeleitet ist 0. Und die partielle Ableitung nach y nochmal nach y abgeleitet ist 2. Dann rechnen wir das Delta 1 aus. Und jetzt allgemein, weil wir müssen uns das ja jetzt an jeder Stelle des Definitionsbereichs ansehen, dann kriegen wir daraus, das ist 12x Quadrat plus 2. Und da wissen wir doch, x Quadrat ist auf jeden Fall größer gleich 0. Wenn wir diese Zahl größer gleich 0 mal 12 nehmen, ist die auch auf jeden Fall größer gleich 0. Und wenn wir dann noch plus 2 rechnen, kriegen wir was raus, was auf jeden Fall größer 0 ist für alle Punkte xy aus R Quadrat. Also wenn jetzt hier bei unserer Funktion mal der Definitionsbereich
das ganze R-Quadrat ist, die ganze Ebene ist, dann sehen wir doch hier in der gesamten Ebene kommt bei Delta 1 immer eine Zahl größer als 0 raus. Egal, was ich da für x und y einsetze. Ja, und dann müssen wir noch Delta 2 ausrechnen. Delta 2 an der Stelle xy ist ja 12x² plus 2. Das war ja die partielle Ableitung zweimal nach der ersten. Mal die partielle Ableitung zweimal nach der zweiten. Das ist ja die 2. Minus eine der gemischten zum Quadrat, also minus 0 Quadrat. Ja, und von der Klammer hatten wir uns gerade überlegt, dass die immer größer als 0 ist. Wenn wir diese Zahl, die positiv ist, mit 2 multiplizieren, kommt da immer noch was größer 0 raus. Und wenn wir 0 abziehen, ändert sich natürlich nichts. Also kriegen wir raus, dass Delta 2 ist auch größer 0 und auch wieder für alle Punkte xy aus dem Definitionsbereich R². Ja, also was wir jetzt haben ist, dass Delta 1 ist immer größer als 0 und das Delta 2 ist auch immer größer als 0. Und dann wissen wir jetzt, also ist die Funktion f konvex. Ja, der wichtige Unterschied jetzt zur hinreichenden Bedingung ist hier, dass man das nicht an einer Stelle im stationären Punkt sich angucken muss, das Delta 1 und das Delta 2, vielleicht auch das Delta 3 bei drei Variablen, sondern wir müssen uns das im gesamten Definitionsbereich angucken, dass das immer gilt, dass Delta 1 und Delta 2 größer 0 ist, dann haben wir bei einer Funktion mit zwei Variablen, dass sie konvex ist. Und wenn das Delta 1 immer kleiner und Delta 2 immer größer 0 ist, dann haben wir bei einer Funktion mit zwei Variablen, dass sie konkav ist. Und bei einer Funktion mit drei Variablen muss man sich dann zusätzlich noch das Delta 3 im gesamten Definitionsbereich ansehen. Ja, so können wir also rausfinden, ob eine Funktion konvex oder konkav ist. Ja, und da das so ähnlich wie bei der hinreichenden Bedingung ist, ist das jetzt auch nicht viel Neues. Also wir müssen uns hier nur das dann im gesamten Definitionsbereich angucken. Das ist dann die zusätzliche Schwierigkeit, die wir dann hier haben im Vergleich zur hinreichenden Bedingung. Ja, und wenn wir jetzt haben, dass eine Funktion konvex bzw. konkav ist, hilft uns das dann weiter, wenn wir die globalen Extremstellen suchen. Und das werden wir uns dann in den nächsten Videos ansehen. Bis bald!